Im Gazastreifen dauern die Gefechte zwischen der radikal-islamischen Hamas und der israelischen Armee an. Dabei wurden am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens 50 Menschen getötet. Südlich der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten sei es zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern gekommen, berichtete die Organisation. Anwohner schilderten, israelische Panzer seien in mehreren Vororten im Einsatz. Ein Sprecher der israelischen Armee betonte, Rafah müsse angegriffen werden, um die Hamas vollständig zu vernichten. Die Zivilbevölkerung werde geschützt, indem sie ermutigt werde, vorübergehend in humanitäre Gebiete zu gehen. Israelische Soldaten hätten bislang rund 180 Hamas-Kämpfer in Rafah getötet. Die Leiterin der Nothilfe des norwegischen Flüchtlingsrates, Suse van Meegeren, sagte, viele Zivilisten säßen immer noch fest. Auch in Jabalia im Norden des Gazastreifens verstärkte die israelische Armee ihre Angriffe. Dort sei ein Hamas-Kommandeur getötet worden, teilte die Armee mit.